Ich bin mir unschlüssig. Ich Warum? lästere bei allen über sie und mein Bruder weiß es auch, aber ich weiß nicht, ob ihm das vielleicht unangenehm wäre, keine Vielleicht Ahnung. ist er damit nicht d'accord. Ja, er geht damit Jetzt muss vielleicht er nicht nicht sagen, wie d'accord. der heißt, ja. Dass es ein Wilhelm ist, müssen wir nicht wissen. Benni, hast du dir Geoden reingeschmissen? Ich, mein Ah, Bruder würde hallo. ich jetzt nicht und ich würde auch sie nicht beim Namen nennen. Ja. Leben vom Land, Nee, haben ich wir habe die hier. noch im Inventar, die Geoden. Echt? Ja. Dann Führst du ein hol die mal in Tagebuch? irgendeine Denk daran, Birne dass man wieder hier. ein Gerade keine Ritual Zeit machen mehr. würde. Ja, nee, aber. Führen wir Das ein ist ja geil. Tagebuch? Du tust Ist dich das gerade gut? Danke. Moonwalk-like bewegen, wenn ihr deine Füße bewegen sich überhaupt nicht. Du rutschst über den Boden Ja, quasi. das passiert Frage jetzt öfter mal meinen mal. Bruder, ob es irgendwas Wichtiges gibt. Bestimmt bin dir heute besprechen, keine Ahnung. Ich habe am Sonntag zum Geburtstag eingeladen, vielleicht geht es darum. Wenn ich jetzt sage, dass ich streame, dann guckt er am Ende noch rein, dann darf ich gar nichts mehr erzählen. Und dann schicke ich ihn zu den anderen Sachen, die wir schon besprochen haben. Danke, Ben. Umsichtig von dir. Er muss doch wissen, auf welchem Stand wir hier sind. Finde ich schon Muss er wichtig. das? Muss Beide er das Öfen. denn? Cool, wenn die Öfen übereinander stehen, kann man zwei Öfen mit einem Klick aktivieren. Geil. So ein Immer dieses Lifehack. Handy-Geticke, ey. Immer dieses Handy-Geticke. Boah, das ist ein cooler Lifehack für Stardew Valley. Geticker? Die Öfen übereinander stellen. Spart man die Zeit. Siehst du, meine Führer sind auch über 30 und ich verheirate zumindest einer. Und von dem anderen weiß ich es auch. Stein. Okay, eine Feldstudie. Dann habe ich ja schön das Fettnäpfchen mitgenommen. Sehr schön. Das nur ein Hallihallo. Stein. Leute, wollt Du ihr mal einen bist komischen auch bald Stein? über 30 und nicht verheiratet? Ja, das ist trotzdem. Ich bin damit das schwarze Schaf der Familie. Mädels, Jungs. Was? Wollt ihr mal einen komischen Stein sehen? Den habe ich selber noch nie gesehen. Ich Ich will muss ja gerade noch euch nichts ernten. vorenthalten. Leg ihn mal irgendwo hin. Soll ich denn den hinlegen? Der ist ja gespawnt hier im Steinbruch. So ein Steinbruch. Ja, bin gerade. Kommt mal zum Steinbruch. Ja, So, aber Moonwalk geht ich das. muss die Viecher eigentlich noch machen, gell? Und ich muss Die noch ernten. Viecher muss ich noch machen. Kümmerst du dich eigentlich Ah. schön um unser Gewächshaus? Ja, kümmere Wenn du ich mich. jetzt schon in der Mine bist? Ne, ich bin im Steinbruch dann noch. Der Steinbruch Wo ist ist denn an der der überhaupt? Mine. Der In ist die neben Lore der Mine. steigen und Steinbruch eingehen. Oh, ich komme hier nicht mehr raus. Das Schwein blockiert den Weg. Das Schwein blockiert den Weg. Hey, so fett bin ich nicht, Schwein. ja? Dass du dich auch immer angesprochen fühlst, vor allem bei sowas. Ich bin halt ehrlich. Du Schwein. Ich wollte es halt nicht vorher kaputt machen. Ich Ja, bin ja schon auf dem Weg. jetzt gib mir mal 2 Sekunden. Ich hole die Eier noch und dann renne ich los, ja? Ja, hol mal Lass die meine Eier. Eier in Ruhe. Ist hier Gewächshaus Habe ich mir auch übrig? gerade gedacht. Ich habe nicht zugehört, ich habe Leuten niemanden geantwortet. Ja. Hatte Hü, hatte Hü, Das ist hatte eine Ganja-Farm. Es wäre Hü, schön, wenn es eine Ganja-Farm wäre. Willst du das jetzt alles reiten, Benny? Hatte Hü, hatte Hü. Nö, ich will bloß zu Lore reiten. Was? Bleib mal daneben stehen, wir warten noch bis auf Lumi, dann mach ich das Ding mal kaputt. Steinbruch. Bin schon auf dem Weg. Oh, der stellt sich wirklich weird aus. Am Ende kriegen Ach, wir den siehst gar du, nicht einer von kaputt. Freunden spricht. Es geht um den Geburtstag seiner Freundin. Ich habe jetzt schon alles kaputt geerntet. Scheiße, wann hatten die Geburtstag? Lumi, gib mal Gummi. Wollte es bloß mal zeigen. Hast du es jetzt Damit schon das fertig? andere Hast du schon. es jetzt schon kaputt gemacht? Nein, du kannst noch hierher kommen. Ich Ach, lasse dich der. da. Ja, Den hast du hatten wir den doch schon mal schon mal, oder? gesehen? Das war so ein Meteoriten. Und Es was gab gab es? Iridiumerz. Kannst du mal einen? Einmal. What the fuck? Ist doch gut. Das Das ist ist jetzt ein bisschen. Iridium. Vielleicht gab es ein neues Update? Nee. Ach, fuck. Ein bisschen arg ernüchternd, ne? Ja, das ist sehr ernüchternd. Vor allem, weil, wo ich den Stein kaputt gemacht habe, sind eigentlich mehr rausgekloppt. Also mehr Iridium, deswegen bin ich gerade total verstört. Irgendwas wollte ich auf Level 40 in der Mine machen, ich weiß aber echt nicht mehr was. Oh, ich habe gerade drei Erzform? Iridium-Erz in der Geode gefunden Brauchen von. kein Erz, oder? Ja, Iridium-Erz, wenn dann. Ja, das findest du bloß auf den unteren Stufen oder mit viel Glück halt oben im Steinbruch. Wir haben einen neuen Knochen. Ah, nee, ich glaube, es ging mir um diese Gegner-Quest. Die wollte ich mal fertig machen. Welche Gegner-Quest?
Du hast beim Abenteuerclub hast du so eine Liste an Gegnern, die du töten musst. Ich glaube, ich habe die nicht. Du hast die auch, die hat jeder von uns. Ich habe den Abenteuerclub ja noch gar nicht so weit. Wenn du reingehen können, dann hast du das. Kannst du schon reingehen? Weiß ich nicht, habe ich nicht probiert. Seit du das geschrieben hast über Gezola, habe ich jetzt einen Ohrwurm von ich rauche mein Ganja den ganzen Tag. Ich habe gerade eine Geode am Museum gefunden im Müll, jetzt kann ich schon mal zum Schmied hochlatschen. Schön. Ja, ne? Und was ist drinne? Lehm. Leck mich doch. Klingt doch passend. Ich rauche mein Ganja den ganzen Tag. Ganz egal, wer im Müll in einem versteinerten Stein habe ich Lehm. Oh, wir können wieder eine Belohnung abholen. Cool, ich glaube, ich kann wahrscheinlich sogar mehrere Belohnungen abgeben. Wir haben echt Diamant noch nicht als Dingens abgegeben. Das ist geil. Ernsthaft? Ja. Ich wusste nicht, dass man die Erze auch an sich auch abgeben kann oder Sachen und so, Edelsteine und sowas. Wusste ich auch nicht, gib mal alle ab. Vielleicht waren es jetzt ein paar einige. Moin, Felker! Wir kriegen erstmal eine Hühnerstatue. Okay, yay! Endlich ein Cock! Was? Ein Cock? Ja, der Hahn. Achso. You know. Wir haben viel über was anderes gedacht. Ich hab gesagt, heute kein Sextalk, ja? Also ist doch kein Sextalk, ich rede von einem Hühnchen. Du hast es absichtlich provoziert. Du hättest auch sagen können, nicht provoziert. Ich kann nichts für eure Gedanken. Du hast sowas dieses, von provoziert. Das glaube ich nicht gleich mal richtig. Dass spätestens Felix drauf eingeht. Da gab's das eine Video, wo die Chinesin dort sagt, give me a Coke. Und statt Coke sagt die aber, give me a cock. Ach, das muss ich auf Englisch beibringen. Irgendwie ein bisschen viel Mais gepflanzt, gefühlt. Das da hält ja noch bis nächstes. Ja, das ist mir auch gerade klar geworden, das ist nicht so toll. Wieso? Bringt halt ordentlich. Ja, aber ist aber so viel. Und mein Chat erkennt dein geschildertes Video und findet es lustig, zumindest aber geht's so. So. Ich hatte gestern zwei Hosts. Die ganze Zeit. Du hast gestern zwei Hosts gehabt? Hosts. Achso. Du hast auch noch was hören willst. Hosen. Ich höre überhaupt nichts. Das ist das eigentliche Problem. Erst von Hansi und dann von Nerdy Girl Gaming. Siehst du, da hast ja doch eine Ho gehabt. Hey! Okay, der war ein bisschen sehr fies, weil ich kenne ihn nicht. Du mir bitte okay, sind nicht viele Zuschauer da, man darf da vielleicht noch Ehrlichkeit walten lassen. Also, sie spielt extrem gut Dota, aber so ein bisschen Twitch-Bitch steckt da schon mit drin, glaube ich. Zumindest ist das Dekolleté immer sehr tief. Kann mir dann bitte jemand einen Qualitätssprinkler machen? Du meinst einen Iridium-Sprinkler? Ja. Ach, deswegen brauchen wir Iridium-Zeug. Nee, nicht da, da. Aber ich sollte nicht lästern über Leute, die mich hosten, gell? Das wäre so. Das wäre ein bisschen kontraproduktiv, ja. Ach, ein Goldband habe ich gerade vergessen. Ich habe sie halt nie gesehen, ne? Also ich habe ein, zwei Mal reingeschaut, weil man ja doch guckt, wer sonst noch so Dota spielt. Bin aber irgendwie nicht hängen geblieben. Dann habe ich einen Host von ihr gekriegt mit 40 Leuten. Danke. Aber ich bin heute nicht dazu gekommen, mich nochmal zu bedanken. Wie kannst du nur so leben, Lumi? Was soll das? Ich wollte eigentlich, aber sie hat nicht gestreamt. Ich wollte eigentlich nochmal in ihren Kanal und nochmal sagen, hier, war lieb, Dankeschön. Und so. Und dann mal angucken, wer mich da überhaupt gehostet hat. Bin ja dann doch auch neugierig. Also ich habe mir angeguckt, wie sie rüber gehostet hat, aber nicht jetzt so irgendwie den Kanal an sich. So, ich versuche dann mal, ich habe jetzt alle Erze eingesammelt, die es so gibt. Ich versuche dann einfach mal nochmal zum Dingens zu gehen. Ja, ist doch so, Awakened. Man weiß nicht die Hand, die einen füttert. Aber die füttert dich ja nicht. Die hat dir nur ein paar Zuschauer gegeben. Naja, also kommt jetzt darauf an, wenn ich irgendwann mal von Twitch lebe, ne, dann füttert sie mich ja indirekt. Ja, irgendwann mal von Twitch leben. Also, wenn du von Twitch lebst, dann liegt's nicht an ihr. Und ruf okay, uns wieder an, wenn du von Twitch lebst. Außerdem glaube ich nicht, dass ich jemals von Twitch leben werde. Warum erwähnst du das dann? Es war mehr oder weniger ein Scherz. Ja. Ja, eher weniger. So ein bisschen, Ziel ist schon dabei. Nee, Ziel ist eigentlich nicht dabei. Lumi hat Subgoal 2019 1000 Stück, dann kann man davon leben. Boah, 1000 Stück wäre krass. Und ihr, die jetzt zuschaut, werdet alle Vips werden.
Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, ja, das stimmt schon. Also alle, die jetzt noch da sind, haben noch gute Chancen, VIP zu werden, weil ich ja die Leute, die lang dabei sind, VIPs werden lasse. So, aber es ist tatsächlich gar nicht so wichtig, finde ich, weil die Subscriber, da zieht Twitch ja auch relativ viel ab von. So Donations und so Kram bringen eigentlich viel mehr. Das ist großartig, danke. Wenn man finanziell denkt. Ein Kumpel von dir versucht mit Streamen zu leben, kennt man den? Also, man funktioniert das? Oder spielt der auch Rotor? Ach du meine Güte, bist du sicher? Was hab ich denn hier noch? Blaubeerwein. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, da ist die ernüchternde YouTube-Erfahrung ja, dass es sowieso nicht funktioniert, von so Sachen zu leben. Also, denke ich da gar nicht mehr so richtig drüber nach, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn man jetzt live auf diesen Zug aufspringen muss mit Gronkh. Ich habe letztens erst wieder was gelesen von wegen Gronkh und da habe ich gesagt, ey, früher. Da haben wir mit Solitär und was weiß ich nicht angefangen und mit Asterix und Bleifuß 2, da gab's sowas noch gar nicht. Da haben wir die Spiele noch selber gespielt. Ich bin der Meinung, von Twitch kann man eher leben als von YouTube. Also meiner Erfahrung nach tatsächlich jetzt auch. Also zumindest komme ich auf Twitch ja auch besser an als auf YouTube. Also das ist ja auch einfach mal Fakt, wenn nur wir uns mal unsere potenziellen Revenue angucken, die wir auf Twitch gemacht haben, die wir auf YouTube gemacht haben. Da haben wir halt in 2 Monaten mehr auf Twitch gemacht, als wir irgendwie in 5 Jahren auf YouTube gemacht haben. Es ja, ist aber du musst so mal ohne gucken. Scheiß. Früher war das ja, wo YouTube doch ziemlich geil war, sag ich jetzt mal, war es ja, wie wir schon letztens rausgefunden haben, noch Justin TV, wo ich gesagt habe, ich guck dazu. Ja, tatsächlich ist Justin, also Twitch hat sich von Justin TV abgespaltet, um Gaming zu machen, tatsächlich absichtlich. Ja, ne, aber ich habe das halt früher schon geguckt, Justin TV, wo ich Minecraft in der, was war das, Beta oder so, wo das für 15 Euro damals rauskam. Ich glaube, 15 habe ich aber auch noch gekauft, Minecraft. Ja. Counter-Strike spiele ich ja nicht so wirklich, aber 50 Euro ist schon okay. Also, ich hätte übelst Bock mal auf Minecraft da. Nee, bei 75 wirst du erst Partner. Er hat 150 Viewer. Achso, also ich habe 50. Ich habe nur 50 verstanden. Nee. Mit 150 Viewern, wenn die spendabel sind, kann man leben, ja, würde ich behaupten. Meinst du? 150 Viewern? Ich habe heute erst jemanden gesehen, der hat im Durchschnitt 40 Viewer und der hat 120 Euro heute eingenommen an einem Abend. Ja, gut, aber das ist ja dann nicht die Regel. Ich glaube schon, also dass es bei ihm relativ regelmäßig ist. Ich habe 10, 15 Viewer und habe an einem Abend schon mal 50 Euro eingenommen. Aber das ist ja nicht so, dass das jeden Abend passiert. Ich sag mal so, ich habe schon ein paar Mal reingeschaut und er hat immer Donations. Das Geld geht nie leer aus. Also ich glaube, ich werde von Twitch nicht leben können, weil ich das Gespräch hatte ich vorhin erst mit einem Viewer, weil ich zu wenig exklusiv bin. Ich mache ja mit jedem alles. Kein Mensch hat einen Grund, bei mir zu subscriben. Oh mein Gott, das klang jetzt auch wieder übel. Super Werbung für dich, Lumi. Ich mache ja mit jedem alles. Perfekt. Oh, Leute. Ich weiß, wie der Titel dieser YouTube-Folge heißt. Lumi, wollen wir mal zusammen Minecraft spielen? Nein, ich will nicht Minecraft spielen. Und ich mache auch mit jedem alles Leute. Lumi, wollen wir was anderes spielen? Im Real Life. Trine wollen wir spielen. Aber nicht im Real Life. Nein, Awakened Soul. Was im Real Life? Ich wollte wissen, ob wir mal was anderes im Real Life spielen wollen. Was möchtest du denn im Real Life mit mir spielen? Munchkin zum Beispiel wäre cool. Oder Werwolf. Was? Munchkin oder Werwolf? Gott. Ich bin jetzt so der Real-Life-Gaming-Typ. Aber Werwolf ist voll gut. Benny, es gibt sogar eine Kickgruppe. Schön, dass du 300 Mal gespielt hast. Alles wird irgendwann langweilig. Es gibt sogar eine Kickgruppe, die Werwolf spielen in Dresden. Geh dahin, genau. So, was? Aber ich will doch mit Leuten spielen, die ich kenne. Okay, Mario Kart ist witzig, glaube ich, auch so zum Angucken. In Real-Life? Ey, könnt ihr mal aufhören, mir hier das Ding zu verbauen? Ich hab damit nichts mehr zu tun. Genau, dass ich immer spät ins Bett komme. Lalalalalala. Ich hab damit schon seit Ewigkeiten nichts mehr zu tun. Ich bin so für solche Kindereien immer noch zu haben. Geh weg, Felix. Warum trinkt mal wieder Dünger? Ich hab gerade den Dünger gemobst, bevor wir anfangen. Ich muss aber anfangen, hier abzuholzen. Hi, Missy! Ich hab immer zwischendurch abgeholzt. Wer wollte eigentlich Trüffelöl haben? Ich habe nicht welches hergestellt. Ich. Heute der Bürgermeister. Oh, Louis, ich habe da ohne. So, ich habe gehört, dass du Emily heute heimlich ein Geschenk gemacht hast. Sollte ich mir deswegen Gedanken machen? Aha. Jetzt geht's nochmal Eifersuchtsdrama, bevor du uns. Ja, und dann wacht Benny auf und. Ausgeschlafen, Kaffee getrunken. Dann lache ich im Wald angebunden an einen Baum auf und ich werde ausgefragt. Hallo Sift und tschüss Sift. 10.000 mal wieder.
Sehr schön. Meine beiden Mods sind da. Und gleich wieder AFK. Dota spielen oder was? Wahrscheinlich, ja. Das ist Modleben. Es regnet. Darf ich hier mit den Drums eigentlich auch was machen? Nee, was? Ich würde auch gerne mit den Drums was machen. Du hast mich wieder entmoddet, gell? Ich bin zu selten da. Hab's gesehen. Hey, ich bin heute früh aufgestanden und habe mich etwas umgesehen. Ich habe das hier gefunden und es hat mich an dich erinnert. Solaressenz. Denkst du, du kannst etwas Besseres als das finden? Ich wäre mir dann nicht so sicher. Wie er mich vollständig ignoriert. Du könntest es wenigstens offiziell zugeben, ja? Weg da! Was? Dass dich mag? Ja, Lumi, ich gebe offiziell zu, ich mag dich. Das ist sehr schön, aber das habe ich nicht erfragt. Z. Was hast du denn angefragt? Ich hab dir gesagt, du hast mich entmoddet und du hast nicht reagiert. Ich weiß nicht, dass du mich meintest. Ja, wer soll mich denn sonst entmotten? Du hast gerade von irgendwie einem deiner Mods geredet und dann hast du, dachte ich, mit dem geredet. Na, der entmottet mich ja nicht. Wenn, dann entmotte ich den. Ja, vielleicht hat der auch einen Stream und hat dich entmottet. Aber ja, ich habe dich entmottet, weil du zu selten da bist und dann halt da nicht sinnvoll motten kannst. Ich wollte halt jetzt wirklich mal die Leute zum Mod machen, die halbwegs häufig da sind. Das ist absolut okay, aber du hättest es mir wenigstens erzählen können. Oh, du warst doch letzte Woche oder letzte schon mal im Stream und hast es doch gesehen. Habe ich es gesehen, aber mir hat, weißt du, das ist so wie wenn du deinen Ehering abgezogen hättest und dann sehe ich dadurch, dass wir nicht mehr verheiratet sind. Ja, vielleicht will ich Benny das fragen. Aber ob wir nicht mehr verheiratet sein wollen. Ja. Genau, Lumi, wollen wir nicht mehr verheiratet sein? Ja. Es muss einfach dir kommen, ja, ich will nicht mehr irgendwas verheiratet sein. Irgendwas habe ich verpasst. Ja. Wir haben den Rubin noch nie abgegeben. Ja, auf Awakened muss man, glaube ich, nicht aufpassen, aber Timeouten könnt ihr ihn trotzdem. Freut er sich. Wer freut sich denn da getimeouten zu werden? Ja, mit mir diskutieren lohnt sich in der Tat nicht. Aber ich bin trotzdem sehr, sehr am Weinen, Ben. Benny. Ja, ist Pech gehabt. Ich bin sehr enttäuscht von dir. Hast du eigentlich schon mich entmoddet? Ich glaube, du warst nie Mod, du warst, glaube ich, VIP, oder? Mhm. Du musst mal was in meinen Chat schreiben, dann weißt du, ob du Mod bist, dann siehst du das Badge vor deinem Namen. Schon wieder nicht, was ich hier eigentlich machen wollte. Ach, ich wollte endlich über das blöde Ding hier noch. Warte, ich muss erst mal gucken, ob meine Bestellung kommt. Hast du Pizza bestellt? Nein. Ich habe ein Fummelbot bestellt. Was? Hä? Du hast doch eine Freundin. Ein Fummelbot? Für die Katze. Ein Fummelbot. Ach, ein Bot. Ich hab verstanden, ein Fummelbot. Ja, ein Fummelbot. Ja, komm, fummel mir unten rum. Ich dachte schon, es gibt sehr, sehr seltsame Sachen auf diesem Planeten. Das ist eine andere Form von Saugroboter, ne? Oh Gott, ey. Dann habe ich eine Stange mit so Katzenspielzeug, was man mit so einem Karabinerhaken individualisieren kann. Mhm. Und dann habe ich noch so eine Cat Lounge aus Pappe bestimmt. Heißt das nicht Fummelbrett? Fummelbrett ist einfach, wo die Katze so ein bisschen Katzenleckerlis reintun und dann kann die Katze versuchen, da ranzukommen. Dass die halt ein bisschen beschäftigt ist, da sich um ihr Essen, ums Essen ein bisschen zu arbeiten. Ich verstehe schon, ja. Ich habe letztens ein Video geschickt bekommen, wo jemand es mit einem Staubsauger treibt. Ich bin sehr, sehr verstört. Was? Ich habe gedacht, dass ihr mich mit meinem Staubsauger in Ruhe lassen sollt. Nein, es ist, also ich glaube, es ist schon ein bisschen ernster. Okay. Ja. Ne, dann ist er vielleicht, wie nennt man das hier, wenn du mit Maschinen da... Also ich habe quasi selbst danach gefragt, wir sind auf das Thema gekommen und ich habe gesagt, ich habe so ein Video noch nie gesehen. Und dann hieß es, willst du mal? Ich so, naja, ich weiß nicht. Und dann habe ich es bekommen. Aber das Sperma gleich weggesaugt. Es ist wirklich, allein die Geräuschkulisse ist wirklich sehr speziell. Also, ich meine, jeder soll ja machen, was er will, aber warum filmen sich die Leute und stellen es dann auch noch ins Internet? Weil das Menschen will ich angucken. Weil das die antören, wenn du das anguckst? Ich weiß ja nicht, dass explizit ich das angucke. Ja, aber dass viele andere Leute das angucken. Ein bisschen Exhibitionismus gehört schon. Ich habe letztens gelesen, da hat einer geschrieben, also ich habe es letztens bei Program, ich habe es bei Program gelesen. Du hast bei Program geschrieben, ja? Ja, nee, und habe es dann bei Jodel gepostet. Hat einer geschrieben, dass er gegen Taschengeld den Auspuff von einem Auto von einer Frau gern auslecken soll. Das hast du schon erzählt. Ah, Mist. Das hast du schon erzählt gehabt. Naja, für alle, die es noch nie gehört haben. Auspuff lecken. Also den richtigen Auspuff. Also nicht den anderen. Also, von einem Auto. Von einem Auto. Ja, vom PKW. Kein Sextalk heute, habe ich gesagt. Und da hat einer ein anderer noch geschrieben, ich würde ihm den Gefallen tun. Ohne Taschengeld. Einfach damit er es ausleben kann, weil es tut ja keinem weh.
Also ich würde Taschengeld nehmen und würde sie ein bisschen auch tun lassen. So. Hier ist übrigens Trüffelöl jetzt in den Handwerkswaren dann. Nee, hier. Entschuldigung, nee, ich pack das hier links unten in die grünen Sachen hin. So. Werden hier wieder Pflanzen in die. Einfach nicht aufnehmen. Die gehören keine Pflanzen. Alter, das ist die gemischte Fuhr, da kommt alles rein, wo wir keine Ahnung haben, wo es sonst hingehört. Nein! Gebt dir gleich gemischte Truhe. Ich handhabe das schon seit bestimmt einem Jahr so. Was? Vor allem die Kaktus und Kokosnüsse sind direkt oben drüber in der Truhe. Wo ist das? Es gibt Regeln in dieser Welt. Hallo, Bobby Gold. Also ohne Witz, Kaktus und Kokosnüsse sind in der Orangen direkt oben drüber schon untergebracht worden. Ja. Also, schon Ewigkeiten. Benni, also muss ich Haley auch... Er kommt immer wieder zwischendurch, Bobby. Ich habe gesagt, heute nicht, aber niemand kommt, du kommst zwischendurch. Meinst du? Hier gibt's Met zu kaufen, das kaufe ich gleich mal. Wir haben ja eh genug Geld. Krabbenkuchen, will das jemand? Nee. Soll ich jetzt mal Orangenwein machen? Gibt's im Schweinezirkus, ne? Für 2250. Die habe ich oben im Laden gekauft für 800. Ich darf nicht jede Woche über mit Sextalk anfangen, sonst habe ich irgendwann keine Storys mehr, wisst ihr? Wieso? Du musst bloß jede Woche genug Storys sammeln. Ich kann nicht jede Woche irgendwelche abgespacede Sex-Scheiße machen, nur damit ihr was erzählt bekommt. Ich hab noch was Gutes. Bei Jodel hatte eine Kannst du mir helfen, denn? Bei Sexbeichte reingeschrieben, ja. Dass eine bei Horror-Date-Stories, dass eine zu Sekt und Kaviar eingeladen wurde und die Oh nein. Niemand möchte die Übersetzung für diese Begriffe wissen. Und er hat sie sich extra schick gemacht und da hat der Typ sie dann zu sich halt eingeladen, ne? Und da hat er auf dem Bett schon so ein Latex-Ding ausgebreitet und da hat sie so geschrieben, ich hätte das schon da schnallen müssen und da hat sie gesagt, geht sich schon mal frisch machen und da hat er gesagt, ja, ich mach das Bett schon mal warm. Und dann kommt sie halt wieder vom Klo wieder und sieht halt, dass der dort feixend in irgendwas sitzt und, ne? Ja. Ist schon gut für dich. Ich weiß zum Glück nur, was Sekt ist. Ich will aber nicht wissen, was Kaviar ist, danke. Das Two Girls, One Cup. Ah. Wie gesagt, die Übersetzung will keiner wissen von diesen Begriffen. Und Bobby, schön zu wissen. Wieso? War Bobby der Dude oder was? Was? War Bobby der Typ oder was? Nein, oder Bobby schrieb gerade, er kommt auch immer mal so zwischendurch. Ach so. Was bei Hochhold-Date-Story? Du, bist du ja zu mir gekommen, gar nicht ich zu dir. Ja, komm, ich nehm dich von hinten. Yeah. Was, von hinten? Solange du mich zärtlich streichelst, ist es okay. Sehr Andere schön. Sachen finde ich komisch. Was, von hinten? Felix ist hängen geblieben. Der hat nur hinten gehört. Hängen geblieben, das trifft. Oh, jetzt habe ich die philosophische Weisheit vom Dinos nicht richtig lesen können. Ich hack mich ab. Also irgendwas von sich in Fische hineinversetzen erzählt. Ich hack mal ein bisschen Harz quasi. Jetzt setz dich doch mal in Fische hinein, Lumi. Jetzt mach doch mal. Wir brauchen mehr Harz, gell? Wegen Dünger. Wir haben ja bald schon den nächsten Monat. Harz. Ich brauch Harz. Nicht mit Harz 4 verwechseln. Wir müssen harzen. Wir müssen dicker harzen. Das war tatsächlich das Erste, woran ich bei Harz gedacht habe. Das war mir so klar, dass du an fällt sowas mir denkst. Ein, was brauchen wir denn eigentlich noch? Subtil, stumpf, stumpf. Stumpf ist trumpf. Ach, das schwarze Brett fehlt noch. Wir brauchen noch drei Äpfel, die wir abgeben müssen. Und einen Granatapfel. Haben wir nicht schon einen Apfelbaum, der aber Ewigkeiten kein Zeug mehr abwirft, dem er eingezäunt ist? Der wirft doch nur im September, oder? Der wirft nur im Herbst. Zweitens, brauchen ja zum Wachsen. Und drittens, der ist ja schon lange gewachsen. Ich hab ja auch welche im Gewächshaus, aber die brauchen halt ein Jahr, bis sie da. Der andere draußen ist ja schon lange gewachsen. Ich wundere mich nur, dass halt gar nichts kommt. Der ist von meinem Opa. Aber wo kriegt man Granat? Das ganze Jahr ist Wanderzeit, ob die Sonne lacht, ob es stürmt und schneit. Ich guck gleich mal bei Wiki, wo man Granatapfel herbekommt. Mein Opa so gerne wandern Apfel. War. Noch. Nee. Ich nie so wetten. Ich nie so sagen. Da hat's noch jemand. Ja, vom Baum. Ich hab vom Apfel gesagt. Alter, bin ich heute durch. Du bist fertig, Benni. Ich hab mal ein Bier getrunken. Du warst von fertig. Ja, ich hab auch wieder richtig kacke geschlafen. Ey. Das ist so schlimm in letzter Zeit.
Nee, ich habe heute mit meiner Freundin Besuch von Oma und Opa bekommen und wir haben bis 12 Uhr geschlafen und ich so, Schatz, wir müssen aufstehen. 14 Uhr kommt Besuch. Ich habe, glaube ich, noch eine gefrorene Träne oder eine gefrorene Seele gefunden, eins von beiden. Eine gefrorene Seele? Seele ist bei Diablo. Nee, gibt keine gefrorenen Seelen. Doch, es gibt gefrorene Seelen bei Diablo. Woher weißt du denn das? Ja, einfach geraten. Nee, aber es ist eine gefrorene Geode. Ah. Gefrorene Geode, ja klar. Ist. Ah, es ist entweder eine gefrorene Seele oder eine gefrorene Träne. Ich habe nur gefroren gelesen und irgendwas dahinter. Ja, ist schon gut, wenn. Ist schon. Gefrorene Träne, denk eigentlich. Ich habe quasi deine Seele gefunden, Lumi. Lass mich in Ruhe. Deine Seele ist nicht gefroren. Doch, die ist tiefgekühlt, die ist eiskalt. Kein Mitgefühl für Mitmenschen. Lumi, ich klopf mal ein bisschen was von deinem Herzen runter, wenn du was. Bitte, was soll ich tun? Was von deinem Herzen abklopft, wenn du findest. Ich hab's nicht verstanden. Mein Herz ist warm und weich. Ja, das hätte ich jetzt so gesagt. Und offen für jedermann. Mhm. Nur von außen. Auch von innen. Auch von innen? Machst du auch bei deinem Herzen mit jedermann alles? Von allen drei Zugängen? Nein, mit meinem Herzen mache ich nicht mit jedermann alles. So, was wollen wir googeln? Was du googeln willst. Ich mal einen verbalen Mod. Was nachgucken gerade. Du hast einen verbalen Mod, deinen eigenen Mund. Dauerhaft. Mich oder dich? Dich. Wieso? Weil? Übrigens habe ich woanders den Bobbycar-Song requested und der wurde richtig hart gefeiert. Du bist die Einzige, den ich mag. Es liegt aber auch vielleicht daran, dass du in den 5 verschiedenen Versionen innerhalb von 3 Minuten gepostet hast. Und dann gehst du. Ich habe den in einer Version gepostet. Was ist ein Bobbycar-Song an und dann verlässt du meinen Stream? Ich meine, was ist denn kaputt mit dir? Lalalala. Was denn, Felix? Ach, nix. Ich habe ihn trotzdem nur in einer Version gepostet oder requested. Ich bin jetzt aber schon in 3 oder 4. Ich habe jetzt schon 2 Streams in 3 verschiedenen Versionen gehört von dir. Ja, das, aber nicht in 5 Minuten. Das sind 3 Streams, die aber nicht in 5 Minuten auseinander, ja. Wer hat dir den Weg gemacht? Ich fand ihn aber auch beim ersten Mal schon schlimm, sind wir ehrlich. Was? Ihr habt heute woanders requested, der wurde gefeiert. Ja gut, dann geh halt zu den anderen Streams, wo dein Bobbycar-Song gefeiert ist. Du musst ja nicht bei mir sein. War ich ja heute auch. Hallo Lucky Lacker. Und ich habe ja heute auch gar nicht gestreamt, wollte man sagen. Du streamst irgendwann mal mittags? Gern da, geh doch da wieder hin und prost ihn einfach jedes Mal. Dann guck mal, wie lange er noch gefeiert wird. Dein Profi. Sag mal so, ich habe den tatsächlich aus dem Song Request von anderen Leuten, die das, wo jeden Tag gestreamt wurde und zum Beginn des Streams jeden Tag der Bobbycar-Song lief. Na dann. Sehr schön. Daher kenne ich ihn überhaupt. Lothar wahrscheinlich nach Stardew Valley. Kommt auf an, wie lange Ben heute durchhält. Wie lange hält Ben heute durch? 21:30 bis 22 Uhr. Ich habe 20 Tage frei. Schön für dich. Ja. Aber heute wahrscheinlich Solo Queue und mich im Ranked. Also entsprechend. Du fängst jetzt auch mit Solo Queue an. Ich mach die ganze Zeit Solo Queue. Aber du hast doch auch viel mit Zuschauern gestreamt sonst immer. Ich komme immer so ein bisschen auf den Tag an. Ja. Ja. Man sagt nie auf Deutsch. Weil das so lang ist. Q ist eine Silbe, Schlange sind 3. Ne, 2. Also kommen die ganzen Spiele ja nicht aus dem Deutschen. So. Think international, Felix. Think international. Ich hab jetzt gestern habe ich eigentlich nur Community Game gemacht. Also die ganze Zeit mit anderen gespielt und jetzt heute bin ich ein bisschen mehr in der Solo-Stimmung. Ohne Witz. Nach bei Chaoten brauche ich Ruhe. Ohne Witz, ich habe letztens einen Zuschauer gehabt, der einfach nur im Chat Englisch geschrieben hat und ich bin sofort in den Englischmodus geswitcht in meinem ganzen Sprachgebrauch und Äußerungen und so weiter. Ich finde es extrem schwierig, wenn einer oder zwei Englisch sind und der Rest ist Deutsch. Dann weiß ich nicht mehr so ganz, was ich machen soll. Es ist eine gute Nacht, um einen Geist zu sehen. Tatsächlich ist es jemand, der aus Schweden kommt und glaube ich Deutsch sogar relativ gut versteht. Aber der halt immer Englisch schreibt, weil es ihm halt leichter fällt. Ich bin Fischestufe 10! Respekt, Digga. Soll ich jetzt Pirat werden? Die Wahrscheinlichkeit, Schätze zu finden, ist verdoppelt. Oder meine Fische sind 50% mehr wert. Ich glaube, ich nehme mir wert. Alles klar, Awakened Soul. Ich wünsche dir viel Spaß bei Fortnite. Wenn dann wäre das spontan. Aber auch rechne mal heute nicht so richtig damit. Was? Ja. Ah, ist wieder ein anderer Ben.